Der kleinste V6 der Modellpalette ist eine vergleichsweise günstige Alternative, im Lifestyle-Laster Audi A6 Avant zu reisen. Der 2,4 Liter Sechszylinder kostet mindestens 36.500 Euro. Dafür bekommt man 177 PS bei einem Verbrauch von 10 Litern Super. Dem A6 steht das neue Markengesicht am besten. Die Karosserie wurde um den Grill gebaut und nicht erst nachträglich einoperiert. Mit 4,93 Meter ist er der längste Kombi aus Deutschland. Im Lichtpaket Xenon Plus für 990 Euro sind auch die hübschen LED-Rückleuchten enthalten. Im Innenraum steht der A6 der Oberklasse in nichts nach. Edles Material und Liebe zum Detail. Auch bei der Technik bedient man sich beim großen Bruder A8. Das zentral gesteuerte MMI-System gibt kaum Rätsel auf. Trotz seiner Ausmaße ist das Kofferraumvolumen beim A6 nur Klassendurchschnitt. Maximal bekommt man 1660 Liter in das Heckabteil. Der V6 bringt kernige 177 PS auf die Vorderräder. Damit beschleunigt der Audi bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 226 km/h. Mit 9,2 Sekunden auf 100 sorgt er allerdings nicht für das sprichwörtliche Kribbeln im Bauch. Dafür mühen sich die 230 Newtonmeter zu sehr mit den rund 1600 Kilogramm Mehrgewicht. Das Fahrwerk des A6 lässt die Masse allerdings vergessen. Flotte Kurvenfahrten sind machbar und bringen Fahrspaß. Die Lenkung ist aber eine Spur zu leichtgängig.